Zeit um Mitte Mai macht mich in jedem Jahr gerührt. Die Welt wird warm und weihnachtlich, weil Aldi jetzt Lebkuchen führt. Die Weihnachtsmänner im Regal lösen die Osterhasen ab. Selbst wenn's schon schneit, wär's mir egal, weil ich beheizten Rasen hab. Und welche Kerze jetzt schon brennt, ich finde, das wird überschätzt. Für mich beginnt dann der Advent, wenn jeder durch die Läden hetzt und hinterher dann ganz verschwitzt in der Bahn eng eingekeilt mit dem, der ihm am nächsten sitzt, ganz weihnachtlich die Grippe teilt. Im Kaufhaus von der Decke sinkt der Plastikschnee schon dicht und draußen an jeder Ecke blinkt so bunt und hastig Neonlicht. Den ersten auf dem Weihnachtsmarkt packt schon die Übelkeit. Letzte Einfahrt ist bald zugeparkt. Ja, es ist Weihnachtszeit. Kein Mensch denkt an seine Figur, sondern nur an den nächsten Gang. Butter pur mit Fettglasur und keine Spur von Magerzwang. Und deine selbstgebackenen Plätzchen mit Low Carb und mit Low Fett. Bestimmt sind die gesund, mein Schätzchen, doch sie schmecken nach Brikett. Im Kaufhaus von der Decke sinkt der Plastikschnee schon dicht und draußen an jeder Ecke blinkt so bunt und hastig Neonlicht. Den ersten auf dem Weihnachtsmarkt packt schon die Übelkeit. Die letzte Einfahrt ist bald zugepackt. Ja, es ist Weihnachtszeit. Und wenn ich nochmal, liebes Christkind, so viel ist dir ja wohl klar, unterm Baum so einen Mist find, wie auch schon im letzten Jahr, in einer Zeit, wo man doch alles über Nacht bestellen kann, dann glaub ich lieber an den Weihnachtsmann. Im Kaufhaus von der Decke sinkt der Plastikschnee schon dicht und draus an jeder Ecke blinkt so bunt und hastig Neonlicht. Den ersten auf dem Weihnachtsmarkt packt schon die Übelkeit. Letzte Einfahrt ist bald zugepackt. Ja, es ist Weihnachten.